Auf einmal geht es doch. Nach anfangs 4 Niederlagen haben die Offenbacher Kickers nun ihren 2. Saisonsieg in Folge geholt. Gegen die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund gewann der OFC am Samstagnachmittag mit 3:0. Durch den Dreier kletterten die Kickers aus dem Tabellenkeller hinauf auf Platz 14. Die Tore für den OFC erzielten Nicolas Feldhahn, Marcel Stadl und Matthias Fetsch. Die erste Halbzeit war ich nicht zufrieden oder auf jeden Fall die erste halbe Stunde nicht. Wir haben zwar nichts zugelassen, aber wir haben auch nichts gemacht. Uns hat, die waren überhaupt nicht griffig, überhaupt ins Spiel, die Abstände stimmten überhaupt nicht. Wie gesagt, wir haben auch nichts zugelassen, das ist ja klar. Und wurde dann kurz vorm Tor, kam ja auch ein bisschen besser im Spiel. Machen dann ja, für uns dann rechtzeitig das 1-0 und da war es dann zur Halbzeit, ein verdientes 1-0. Und wenn man dann so aus der Halbzeit kommen darf, mit einem direkten 2-0, das erleichtert schon. Auf jeden Fall, also die haben ja die ganzen 90 Minuten gut mitgespielt, also da gar keine Frage. Wir wussten über deren Stärke, dass sie lauffreudig sind, dass sie über die ganzen 90 Minuten Druck machen wollen. Und wir haben die Fehler gut ausgenutzt und ich denke, wir haben hochverdient mit 13-0 gewonnen. Ja, natürlich freut es mich über das Tor, aber im Endeffekt ist es nicht wichtig, wer die Tore jetzt schießt. Hauptsache, es macht sie einer rein, ob es jetzt der Fetschi ist beim 3-0 oder ich beim 2-0. Hauptsache, wir ziehen das Ding und gewinnen das Ding. Man sieht eine Mannschaft auf dem Platz. Kompaktheit ist da, Umschalten ist da, ob das defensiv oder offensiv ist. Jeder ist bereit für den anderen. Auch wenn man mal Fehler macht, lässt man nicht Kopf hängen. Also das geht durch die ganze Mannschaft durch. Und die Leute, genau, die hinten auch dran sind, also wir sind auf jeden Fall als Mannschaft aufgetreten letzte Woche. Und wie gesagt, darauf können wir aufbauen. Geduld musst du haben. Schon die Qualität, die wir haben, bekommst du immer mal Tormöglichkeit. Aber man kann nicht Hurra-Fußball spielen und sage ich, wie wir am Anfang gemacht haben, vielleicht vom Kopf her viel zu viel gewollt und da vergessen, die Ordnung zu behalten und die Zweikämpfe anzunehmen. Und denke ich, man hat es gesehen, wo das hinausführt. Ja, natürlich. Wir wussten, dass es schwer wird heute, gerade gegen die Dortmunder. Die hatten eine ähnliche Spielweise wie die Stuttgarter, gegen die wir ordentlich auf den Sack bekommen haben und wir wollten ja nicht die gleichen Fehler nochmal machen. Aber wie gesagt, es geht ja nur über Kompaktheit, über Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten, der bei uns auch sehr, sehr gut geworden ist. Und ich denke, wie gesagt, das ist jetzt Maßstab und weniger darf man nicht leisten. Und ich meine, Selbstvertrauen, wie du schon richtig sagst, ist dann da. Macht mehr Spaß und mehr Freude und dann klappen solche Dinge auch. Und wir wussten über unsere Stärken, wir wissen, dass wir es können und das haben wir jetzt die letzten 3 Spiele gezeigt und ja, wir wollen es so weitermachen.